Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Tipp Webbrowsing in der Konsole mit Links 2. Was passiert, wenn man ein Linux-System besitzt, zum Beispiel Linux Mint oder Ubuntu, wo die grafische Desktop-Umgebung nicht mehr starten möchte und ein zweiter Rechner, wo man im Internet nach Hilfe suchen könnte, nicht vorhanden ist? Hier kann man sich mit einem Browser für die Konsole helfen. Hier bietet sich Links 2 an. Auch dieses Programm kann meist nachinstalliert werden per Paketmanager. Bei Ubuntu oder Linux Mint beispielsweise über das Paket Links 2. Oder in der Konsole mittels Kommando sudo apt-get install links 2. Danach kann man direkt eine Webseite aufrufen und zwar mittels links 2 und dann die Webseite zum Beispiel www.ubuntuusers.de. Allerdings darf man hier nicht erwarten, dass man die gewünschte Webseite wie in einem normalen Browser angezeigt bekommt. Nur der Text der Seite wird angezeigt. Dies reicht jedoch mit Sicherheit aus, um kurz einen Wiki-Artikel anzusehen oder einen Beitrag in einem Internetforum zu schreiben. Theoretisch beherrscht Links 2 sogar einen grafischen Modus. Hier werden die auf einer Webseite enthaltenen Bilder angezeigt. Um in diesen Modus zu kommen, ruft man Links 2 einfach mit dem Schalter minus G auf. Also einfach nochmal Links 2 minus G und dann die Seite www.ubuntuusers.de. Allerdings funktioniert dies nicht auf jedem Linux-System. Alternativen zu Links 2 sind Links, W3M, E-Links und LYNX. Das war unser PowerPoint Open Screencast. Ciao und viel Glück!